ein bisschen Grün ist immer noch drin. Wenn er so richtig ins Gebäude, in die Mauern fährt, dann zittert hier alles, was so da ist, und dann klappert unter Umständen tatsächlich hier Geschirr. Und wenn dann irgendwie was ganz groß runterfällt oder runtergeschubst wird, weiß ich nicht, dann zittert hier echt der Boden. Also, und dann denke ich immer, musst du jetzt zu der Mittelmauer gucken, ob sie noch da ist oder nicht. So ungefähr läuft es. Herr Träger, von dem ich damals gar nicht wusste, dass der hier involviert ist, ist öfter vorbeigekommen, also so etwa im Abstand von 3 Monaten, und hat mir auch die Zeichnungen und sowas hier hingelegt und hat mich dann immer wieder gefragt, ob ich nicht bereit wäre, entweder hier auszuziehen oder den Garten mindestens frei zu machen, den seine Frau inzwischen dann gekauft hatte von Herrn Piel, damit er dort bauen kann. Wie viel Standsicherheit soll das da geben? Ja? Der ist sogar reingesteckt, siehst du das? Das ist doch, sind doch zwei verschiedene Teile miteinander verbunden. Ist ja nicht ein Durchgehender. Nein, ich fühle mich jämmerlich. Also, wenn man hier gewohnt hat mit einer Nachbarin und das Haus wie alle anderen Häuser als Doppelhaus betrachtet hat und kannte, dann ist es jetzt niederschmetternd. Also das tut mir leid, anders kann ich es nicht sagen. Der ist gar nicht da. Der ist aber nicht da. Und uns hat das hier natürlich alle betroffen gemacht. A, wie man mit älteren Menschen umgeht, also sie nicht zu informieren, wenn der Abriss beginnt. Dann sieht das eben alles für uns sehr bedenklich aus. Und wir hatten auch gehofft, dass die Stadt hier einfach sich mal so ein bisschen kümmert um diese Siedlung, ob es da eine Möglichkeit gibt, diese Siedlung zu erhalten. Das ist jetzt eben alles noch nicht passiert, und wir unterstützen Frau Mebus jetzt erstmal dahingehend, nicht nur wir, sondern viele Familien hier in der Straße, dass es ihr in dieser Situation so gut wie möglich geht und sie erstmal keinen Schaden nimmt hier. Aber ich denke jetzt über was anderes nach. Ich lasse jetzt vielleicht diese Baustelle einfach, sagen wir mal, absperren, nochmal zusätzlich sowieso abgesperrt. Und dann werde ich mal gegen Verleugnung, gegen diese Leute vorgehen und lasse das alles gerichtlich klären. Dann steht dieser Zustand 5 Jahre oder 4 Jahre, wie lange die Gerichte brauchen. Und dann mache ich aber diese Menschen, die sich hier so benehmen, schadenersatzpflichtig. Ich bin, glaube ich, stur genug. Ich weiß, dass ich im Recht bin. Dazu kommt, ich habe Unterstützung von allen Seiten. Das ist natürlich ungeheuer tröstlich. Ich verlasse mich auf Frau Bartsch. Und ich versuche damit klarzukommen. Und klar, ich muss schlucken.